Und damit kommen wir nach Slowenien, nach Ljubljana. In der slowenischen Hauptstadt gibt es wieder eine Synagoge. Rund 150 Mitglieder zählt die jüdische Gemeinde heute. Die Wurzeln des jüdischen Lebens reichen aber viele Jahrhunderte zurück und sie wurden immer wieder brutal unterbrochen durch Vertreibung oder Vernichtung. Bei der Eröffnung der Synagoge wurde dieser Geschichte gedacht, aber auch die Gegenwart gefeiert. Und es wurde an die historischen Bande, die nach Österreich führen, erinnert, wie Markus Maschalek berichtet. Ljubljana, die slowenische Hauptstadt, erwacht. Es ist Dienstagmorgen, der 9. November. Viele eilen in die Arbeit, doch einige beeilen sich, um in die Synagoge zu kommen. Beinahe wäre hier vor 83 Jahren jüdisches Leben völlig vernichtet worden. Doch nun gibt es ein kräftiges jüdisches Lebenszeichen. Ja, das ist schon ein sehr, sehr großer Tag, ich glaube, für jeden Juden in Slowenien. Weil es gab jetzt eine Weile, wo wir keine Synagoge hatten. Und die Synagoge ist doch das Fokus einer Gemeinde, einer jüdischen Gemeinde. Und deswegen sind wir, ich glaube, heute alle so sehr froh. In der Altstadt von Ljubljana hat man ein geeignetes Gebäude gefunden. Bei der Finanzierung half die jüdische Gemeinde in Graz. Seit einiger Zeit arbeitet man eng zusammen und unterstützt einander. Damit greift man eine Tradition wieder auf. Zu Zeiten der Donaumonarchie bis 1918 war man eine große zusammengehörende Kultusgemeinde. Zwei Wohnräume wurden zum Betraum umgestaltet, Nebenräume adaptiert. Zur feierlichen Eröffnung erwartet man Vertreter der Politik und von anderen Religionsgemeinschaften, sowohl aus Slowenien als auch aus Österreich. Nach vielen Jahren gibt es nun einen Raum für die Gemeinde, für die Gottesdienste, die Zusammenkünfte. Wenn man da hereinkommt, fühlt man sich gleich wie zu Hause. Die Synagoge ist schön ausgestattet und vermittelt ein behagliches Gefühl. Wegen der aktuellen Corona-Situation musste man die Zahl der Gäste stark reduzieren und das Festprogramm einschränken. Dennoch wurde es eng. Gekommen waren auch der Obermufti von Slowenien, der Erzbischof von Ljubljana und Staatspräsident Borut Pahor. Wir sind alle Kinder eines Gottes. Wir sind Brüder und Schwestern. Ich habe mir gedacht, in diesem Moment der Freude muss ich mit Ihnen sein. Theologisch betrachtet sind Juden und Muslime relativ nahe beieinander. Nicht nur, dass sie zu den abrahamitischen Religionen gehören, sondern insgesamt auch religiös betrachtet. Und das ist das, was uns eher näher bringt, zusammenzukommen, gemeinsam Gott anzubeten, gemeinsam das Gute zu tun. Und das ist das Wichtige, immer zu schauen, auch lokal, was wir machen können, welchen Beitrag wir leisten können. Weltweit, vielleicht können wir die Situation nicht verändern, aber lokal, die kleinen Veränderungen, die jedermann machen kann, das ist uns wichtig. Und dann auch das Große zu bewirken nach außen, vielleicht weltweit. Gedenken an einstiges jüdisches Leben und das viele Leid, das den Menschen auch hier angetan wurde. Doch vor allem will man bei der Eröffnung auf die Gegenwart blicken und gemeinsam über Religionsgrenzen hinweg Zukunft gestalten. Wir können noch mehr auf verschiedenen Gebieten zusammenarbeiten, weil wir haben eine Menge gleicher Herausforderungen. In Slowenien genauso wie im restlichen Europa. Wir sollten gemeinsame Lösungen finden, um unsere Themen voranzubringen. Etwa wenn wir über Beschneidung reden oder über Halal-Speisevorschriften oder auch über koscheres Essen. Diese Synagoge hilft dem slowenischen Judentum, eine spirituelle und kulturelle Lücke zu schließen. Eine Lücke, die durch die Novemberpogrome 1938 gerissen wurde, vor allem in der Reichspogromnacht. In einer Nacht oder an einem Tag, wo in Europa eben Synagogen zerstört, geschändet wurden, wollen wir ein bewusstes Zeichen setzen und eine Synagoge in Slowenien hier errichten.
und quasi darstellen, eben, dass hier jüdisches Leben Platz hat. Es ist letztendlich ein Zeichen, aber auch vielleicht ein Zeichen gegen Antisemitismus. Um eine Synagoge zu eröffnen, kann man jeden Tag wählen. Aber hier ist es, wie ich zuvor schon gesagt habe, so etwas wie Revanche nehmen an der Vergangenheit. Jüdinnen und Juden haben eine Jahrhunderte zurückreichende Geschichte in Ljubljana. Im Mittelalter gab es ein Judenviertel. Das Viertel war jedoch kein Ghetto. Hier lebten jüdische und christliche Menschen gemeinsam. Häuser von damals gibt es keine mehr. Die heutige Judengasse und die Judenstraße vermitteln ein wenig von der damaligen Lage. Ausgrabungen belegen, dass hier einst eine Synagoge stand. Immer wieder wurden aber auch in Ljubljana jüdische Menschen benachteiligt und vertrieben. Auf dem jüdischen Friedhof von Ljubljana wird an die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordeten Jüdinnen und Juden erinnert. We were called the people of the book. Man nennt uns das Volk des Buches. Aber für unser Volk heißt das nicht, die Bücher im Buchgeschäft liegen zu lassen. Es bedeutet, sie aus dem Geschäft zu holen und zu verwenden, aus den Büchern lernen, Wissen anhäufen. Ich glaube, mit einem tiefen und umfassenden Verständnis unserer Wurzeln können wir tatsächlich mit jedem ins Gespräch kommen. Wir können mit jedem und jeder zusammenarbeiten, der das mag und wo sich ein Raum für Kooperation auftut. Zusammenarbeiten, Brücken bauen. Der Wunsch ist deutlich formuliert. Die neue Synagoge möge Menschen einander näher bringen.